Der Krieg in der Ukraine natürlich auch aufgezeigt und sehr deutlich gemacht, dass alle NATO-Staaten, insbesondere die NATO-Staaten an der Ostflanke der NATO, natürlich einen Bedarf haben, ihren eigenen Luftraum schützen zu können und schützen zu müssen. Wir müssen also sicherstellen, dass kein Flugobjekt, keine Rakete diese NATO-Staaten, unsere NATO-Verbündeten gefährden kann. Het Patriot wapensysteem onderschept tactical ballistic missiles, cruise missiles en air-breathing threats, zoals vliegtuigen en helikopters. En dit doet hij door middel van het radarsysteem die de raketten aanstuurt richting het doel en ze uiteindelijk vernietigt. Omdat de Patriot in zijn hart een defensief systeem is. Het systeem is gebouwd om inzetbaar te zijn tegen verschillende mogelijke dreigingen. Maar op dit moment is onze missie om de vitale objecten hier in de omgeving te beschermen tegen tactische ballistische raketten. Es ist natürlich wichtig, dass wir hier mit mehreren Nationen vor Ort sind, weil eben diese verschiedenen Nationen auch die jeweilige Expertise und dementsprechend kann man sich natürlich auch auf die anderen Nationen verlassen und auf deren Erfahrungen auch zurückgreifen und so als gesamte Multinational Task Force hier einen großen Beitrag dazu leisten.